Hallo ihr Lieben, heute ein kurzes Video zum Thema Zuckerersatz. Ich werde immer wieder gefragt, was kann ich benutzen, um ja, mein Essen zu süßen. Es muss schon süß sein, gerade Müslis und so weiter. Oder was kann ich meinem Kind geben als Zuckerersatz? Ist Birkenzucker gut? Was hältst du von Stevia? Und so weiter und so fort. Ich werde das Video jetzt kurz machen und euch nur erzählen, was ich benutze. Von den Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, werde ich natürlich nichts erzählen. Ich benutze zu Hause sehr gerne Datteln. Ja, ich mache die dann als Dattelmus, also mit Wasser ein bisschen und dann die Datteln einweichen und dann pürieren. Wenn das nicht geht, benutze ich Honig. Ja, ich bin zwar vegan, benutze aber trotzdem Honig hier von mir aus dem Ort. Diese zwei Sachen, ich habe Kokosblütenzucker einige Male benutzt. Ich habe Rohrrohrzucker, das ist, wenn ich dann Kuchen backe, sonst schmeckt es halt nicht so gut. Ne? Aber Zucker ist Zucker. Also Rohrzucker oder Kokosblütenzucker ist immer noch ungesund. Okay, es ist ja nicht gesund. Der ganz normale weiße Haushaltszucker, der wird ja wie Heroin gleichgestellt. Der soll ja süchtig machen und ist so hoch verarbeitet, dass es ja nicht gut ist, also nicht gesund ist. Der Rohrzucker oder der Kokosblütenzucker ist zwar nicht so hoch verarbeitet, der hat noch so ein bisschen Mineralstoffe drin, es ist aber immer noch Zucker. Macht auch dick, macht auch Karies. Okay, es ist eine gesündere Variante. Wenn du umsteigen möchtest, würde ich das eventuell benutzen, aber wenig, also nicht zu viel. Wenn es geht, versuche den Zucker komplett aus deinem Leben zu streichen. Ja? Ich habe ihn jetzt ja nicht ganz aus meinem Leben gestrichen. Ab und zu tue ich halt immer noch mal wo reinbeißen, was die Kinder halt übrig lassen, wo Zucker drin ist. Aber im Großen und Ganzen esse ich nichts, wo Zucker drin ist. Fühle dich jetzt nicht unter Druck gesetzt, ich muss. Das hat bei mir Jahre gedauert, bis ich das umsetzen konnte. Ich weiß seit Jahren, dass Zucker schädlich ist. Es hat aber sehr, sehr lange gebraucht. Ich habe halt langsam angefangen, ja. Also erstmal die Kekse zum Beispiel jetzt weggelassen, nur Beispiel. Aber immer noch Kuchen gegessen, dann halt ein bisschen weniger Kuchen. Ich versuche es natürlich auf ein Minimum zu reduzieren, fällt mir aber immer noch sehr schwer. Ich kann euch nochmal unten einen Link über Zuckersucht verlinken. Ja? Vermutlich bin ich auch zuckersüchtig, bin halt damit aufgewachsen. Es ist lecker, Kekse sind lecker, Kuchen ist lecker. Dieses Thema Zuckersucht ist ein sehr sensibles Thema, weil es halt niemand hören möchte. Gerade Süchtige wollen nicht hören, dass sie süchtig sind. Aber es ist so. Ich sehe es bei meinen Kindern, dass sie zuckersüchtig sind. Ich versuche tagelang ihnen nichts Süßes zu geben. Ja, es gibt Gemüse, es gibt Obst, es gibt halt auch Teig bei uns, sehr viel mit Teig, ja, Brot, Nudeln und so weiter. Und ich merke dann, nach ein paar Tagen kommen die zu mir und sagen, Mama, ich habe so Lust auf Schokolade. Also jemand, der nicht zuckersüchtig ist, wo der Körper wirklich vollkommen in Ordnung ist, der hat auch keinen Heißhunger auf Schokolade. Okay, ich weiß, es kommen bestimmt einige Kommentare wieder, oh Gott, deine armen Kinder, die müssen leiden. Aber ich spreche wirklich die Leute an, die mich verstehen, ja, dass der Zucker wirklich schädlich ist. So, was zum Thema Stevia? Zum Thema Stevia kann ich sagen, also ich habe das noch nie gekauft, weil ich immer so viel Schlechtes darüber gelesen habe. Jetzt habe ich kürzlich, wenn ich ihn finde, werde ich es unten verlinken. Ich weiß nicht, ob ich das Video finden werde, weil ich den Namen von dem Arzt nicht mehr weiß. Ein deutscher Arzt, der in Amerika praktiziert, hatte über Stevia erzählt, dass das auch schädlich ist, weil es hochverarbeitetes Zucker ist, genau wie der andere Zucker. Hat ja auch einen bitteren Nachgeschmack, so viel ich weiß. Ne? Aber er ist hochverarbeitet und eigentlich genauso schädlich wie der andere. Wenn du Stevia benutzen möchtest, dann benutze die frischen Blätter. Habe ich im Reformhaus schon... Ich rede zu schnell. Ich habe es im Reformhaus schon gesehen. Da gibt es die Blätter von der Stevia-Pflanze. Die kannst du so ganz kaufen und in der Kaffeemühle dann zum Beispiel zu Pulver verarbeiten. Oder ich weiß nicht, wie es die anderen machen. Wenn es Tipps gibt, könnt ihr das ja unten hinschreiben. Oder ihr kauft schon... da gibt es Stevia-Blätter, die sind wie Tee. Die sind halt so kleine Stückchen. Die könnt ihr auch nochmal selbst verarbeiten. Aber dieser weiße Stevia-Zucker, den würde ich auf jeden Fall nicht raten. Genau wie der Arzt gesagt hat, er würde es nicht raten. Es ist genauso schädlich wie der andere Zucker. Genauso wie mit der Cola. Es gibt halt viele, die sagen, ich kaufe nur noch die grüne Cola, weil die wurde mit Stevia gesüßt. Da gibt es aber auch Berichte, dass es noch schädlicher ist als die andere Cola. Warum? Stevia für den Körper kannst du in bestimmten Mengen täglich zu dir nehmen. Wenn du diese Menge überschreitest, ist es schädlich für deinen Körper, diese Stevia. Okay? In der Cola ist so viel Stevia drin, dass es schädlich ist für den Körper. Es wurde so viel gesüßt, die ist ja zuckersüß, dass das, muss ich rausgucken, weil hier ein paar Leute vorbeilaufen. Also ist die Cola mit Stevia nicht gesund. Also nicht denken, dass du dir da was Gesundes machst. Überhaupt diese ganzen Softgetränke immer im Auge behalten. Das ist nur Wasser mit Farbstoff und Zucker. Also
trink lieber Wasser. Und wenn es am Anfang schwierig ist, davon wegzukommen, trink halt weniger erstmal, ja? Statt dass du, keine Ahnung, eine halbe Flasche trinkst, trink halt eine Viertelflasche erstmal jeden Tag, bis du es weg hast. Also du kannst dich daran davon abgewöhnen. Ich habe früher auch diese ganzen Softgetränke getrunken, mittlerweile trinke ich die gar nicht. Ich vermisse sie nicht und sie schmecken mir mittlerweile nicht mehr. Also es kann jeder davon wegkommen, hundertprozentig. So, was gibt es denn noch? Also ich habe jetzt von Kokosblütenzucker geredet, von Rohrzucker, von Stevia. Ist halt alles Zucker, es ist halt auch alles nicht gesund. Da musst du selber für dich entscheiden, was du da nimmst. Auf jeden Fall den weißen Haushaltszucker weglassen, Stevia in weiß komplett weglassen, wenn dann halt diese Blätter nehmen und selber daraus Zucker machen, das kannst du nehmen. Nicht zu viel süßen, versuch immer so wenig wie möglich. Datteln kannst du nehmen, die haben noch ihre Mineralstoffe, also achte darauf, dass es bio ist, nicht gespritzt. Ich habe halt jetzt das Glück, aus Tunesien direkt die Quelle zu haben. Da kannst du die Datteln essen, aber auch nicht übertreiben. Bei uns sagt man, nimm immer 3 oder 7. Also immer eine ungerade Zahl oder eine, genau, ja, 3 oder 7. Ja, und Honig. Ja, ich benutze halt auch nochmal Honig für die Kinder, immer in roh. Wenn die jetzt krank sind, ein bisschen heißes Wasser. Ich lasse es ein bisschen erkalten, dann ein bisschen Honig und Zitronen und das trinken die dann. Ansonsten ist das jetzt mein Wissen über Zucker. Wenn du noch Fragen hast über Zucker, kannst du es mir unten nochmal reinschreiben. Ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, gerade euch Müttern mit Kindern, versucht so wenig wie möglich Zucker für eure Kinder zu geben. Ja? Sei es in den Produkten wie Joghurt und Keksen, versucht es wegzulassen, es braucht kein Mensch. Gewöhn dein Kind nicht daran. Dein Kind kennt nur das, was du ihm gibst. Und wenn du ihm Überraschungseier gibst und Schokobons und keine Ahnung was, dann kennt er das und will das auch. Also meine Kinder wollen das, weil sie es jetzt mittlerweile von der Familie halt kennen. Aber wenn du das Glück hast, dass dein Mann auch mitzieht und Verwandte und so weiter, dann versuch es wegzulassen. Kauf deinem Kind eine Orange, kauf ihm eine Mango, kauf ihm eine Banane, aber lass diesen ganzen Zuckerscheiß weg, okay? Und Softgetränke auf jeden Fall auch weglassen. Du kannst deinem Kind Säfte zu Hause pressen, aber jetzt gehe ich schon wieder und schweife von deinem Thema aus. Also das war jetzt mein Wissen zum Thema Zucker. Jetzt weißt du, Zucker ist, auch wenn es Stevia ist oder Rohrzucker oder Kokosblütenzucker, trotzdem nicht gesund. Wenn du es benutzt, in Maßen, nicht viel, und versuche ja, deinen Alltag so zu konstruieren, dass du immer weniger Zucker zu dir nehmen musst, weil du den Zucker aus Früchten zu dir nimmst. Das ist am besten und das Gesündeste. Also, ich wünsche dir alles Liebe. Falls du kein Video mehr von mir verpassen willst, kannst du mich hier gerne abonnieren. Alles Liebe und bis bald. Tschüss!